alle Feinde der Arbeiterklasse, die reaktionären bürgerlichen Ideologen und auch die Opportunisten und Revisionisten aller Spielarten treten heute mit der Losung auf, dass es angeblich ohne Kommunisten, ohne kommunistische Parteien besser gehe. Sie verbreiten sogar die Lüge, dass es bei Marx und Engels keine wissenschaftliche Lehre von der Partei gäbe. Das alles ist nicht neu. Als der Sieg der großen sozialistischen Oktoberrevolution Realität geworden war, als die Sowjetmacht existierte und Millionen Arbeiter und Ausgebeutete der ganzen Welt solidarisch zu ihr standen, da trat der Klassenfeind mit der Losung auf, für die Sowjets, aber ohne Kommunisten. Schon damals scheiterte diese Politik. Wie sehr die Reaktion die Kommunisten fürchtet, belegt nicht zuletzt die Tatsache, dass sie ihre besten Feige ermordete. Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Ernst Thälmann. So verstanden sie ihr, ohne Kommunisten geht es besser. Und so ist es auch kein Zufall gewesen, dass die Konterrevolution im Jahre 1968 in der CSSR zuerst ihren Hauptstoß gegen die KPÇ richtete, um sie zu zerschlagen. Und genau das ist auch das Ziel des Sozialdemokratismus. Denn er wird gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung als trojanisches Pferd ins Feld geführt. Die rechten Führer der Sozialdemokratie in den entwickelten Ländern des imperialistischen Resteuropas haben die führende Rolle der Arbeiterklasse, den Kampf um die Eroberung der Macht, abgeschrieben. Sie stehen voll und ganz auf dem Boden des staatsmonopolistischen Herrschaftssystems. Ob sie Regierungen bilden oder in der Opposition stehen, in keinem Falle vertreten sie die wahren Klasseninteressen der Arbeiterklasse gegen das Monopolkapital. Aufgabe und Ziel des Sozialdemokratismus war und ist es stets gewesen, Klassenfrieden zwischen antagonistischen Klassen, statt Klassenkampf zu predigen und zu praktizieren. Das privatkapitalistische Eigentum der Monopolherren zu schützen und zu mehren, den imperialistischen Staat anzubeten. Die Arbeiterklasse ideologisch zu entwaffnen durch das Hineintragen der bürgerlichen Ideologie, Verhinderung revolutionärer Umgestaltungen und Verleumdung des real existierenden Sozialismus. Es bestätigen sich die Worte Lenins über das wahre Wesen des Sozialdemokratismus. Die Praxis hat bewiesen, dass die Politiker innerhalb der Arbeiterbewegung, die der opportunistischen Richtung angehören, bessere Verteidiger der Bourgeoisie sind als die Bourgeoisie selbst. Ihre Politik und Ideologie ist Bestandteil des Antikommunismus, der ideologischen Diversion gegen den Sozialismus. Ebenso klar ist folglich auch, dass der Kampf gegen den Imperialismus eine verlogene, hohle Phrase bleibt, wenn er nicht unlöslich mit dem Kampf gegen den Opportunismus verbunden ist, wie Lenin betonte. Das gilt heute besonders für jene Renegaten der Arbeiterbewegung, die sich mit revolutionären Phrasen tarnen, sich als Kämpfer gegen den Imperialismus, für den Sozialismus aufspielen, aber in Wirklichkeit Handlanger des Monopolkapitals geworden sind. Fischer in Österreich und Garaudy in Frankreich wurden zu Verrätern der Arbeiterklasse und aus den kommunistischen Parteien ausgestoßen. Gerade ihre Auslassungen gegen die führende Rolle der Arbeiterklasse sind Wasser auf die Mühlen unserer Feinde. Als sogenanntes Argument führen sie die wissenschaftlich-technische Revolution ins Feld. In diesem Prozess, so behaupten sie, müsste der Führungsanspruch an die Intelligenz und die Studenten, an die Gebildeten übergehen. Denn die Arbeiterklasse würde einmal nicht das Wissen und Können besitzen, um die wissenschaftlich-technische Revolution zu beherrschen, und zum anderen würde sie in ihrem Ergebnis immer mehr aus der materiellen Produktion verdrängt. Was sagt wohl dieser Arbeiter, der auf dem Bild gezeigt wird, zu solch arbeiterfeindlichen Auffassungen? Die Lakaien der Bourgeoisie möchten es gern, dass die Rolle der Arbeiterklasse im gesellschaftlichen Leben herabgemindert wird und sie ihren Kampf gegen das Monopolkapital aufgibt. Doch wie haltlos und verlogen alle Ergüsse dieser bürgerlichen Ideologen sind, soll mit einigen Fakten belegt werden. Die Arbeiterklasse aller Länder produziert gegenwärtig 3/4 des gesellschaftlichen Gesamtprodukts der Welt. Sie ist also nach wie vor die Hauptproduktivkraft der Gesellschaft. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt
führt überall zu einem Wachstum der Arbeiterklasse. Zum Beispiel entstehen neue Berufe, die aus der modernen Produktion erwachsen und die natürlich von Facharbeitern ausgeübt werden müssen. Genosse Leonid Brezhnev wies auf dem 15. Kongress der Gewerkschaften der Sowjetunion darauf hin, dass die Arbeiterklasse nach wie vor die zahlenmäßig stärkste Klasse in der UdSSR ist. In den Jahren der Sowjetmacht wuchs sie auf das Sechsfache an. Heute zählt sie rund 65 Millionen Menschen, von denen mehr als zwei Drittel Industriearbeiter sind. Auch in den kapitalistischen Ländern ist die zahlenmäßig stärkste Klasse der Gesellschaft die der Lohnarbeiter. Das sind gegenwärtig etwa 220 Millionen Menschen. In diesen Ländern beträgt die Lohnarbeiterschaft im Durchschnitt 79% aller Erwerbstätigen. In der Bundesrepublik sieht das konkret so aus. Dort stieg der Anteil der Arbeiterklasse gemessen an allen Erwerbstätigen von 71% im Jahre 1950 auf 81,6% in den Jahren 1968-1969 an. Die Intelligenz dagegen nahm zahlenmäßig im gleichen Zeitraum um genau 1% zu. Ähnlich verläuft die Entwicklung in allen kapitalistischen Ländern. Fassen wir zusammen. Aus welcher Richtung und mit welchen Argumenten der Klassenfeind und seine Handlanger auch gegen die internationale Arbeiterklasse und ihre Vorhut, die kommunistischen und Arbeiterparteien, den Angriff führen, das Ziel ist immer das gleiche. Der siegreiche Vormarsch des Sozialismus soll aufgehalten, das Rad der Geschichte zurückgedreht, die verlorene Initiative wieder in die Hände des Imperialismus übergehen. Alle Angriffe auf die führende Rolle der Arbeiterklasse, alle Angriffe auf den Sozialismus dienen gleichzeitig den Imperialisten dazu, von den unlösbaren inneren und äußeren Schwierigkeiten, denen sie gegenüberstehen, abzulenken. Diese reaktionärste Klasse, die Monopolbourgeoisie, hat jeglichen Anspruch auf Führung der Gesellschaft verspielt.